Ich grüße euch, sehr geehrte Yoga-Freunde. Mein Name ist Eugen Minz. Ich bin seit über 10 Jahren Yogalehrer und möchte euch heute zu unserem diesjährigen Yoga-Camp in Meinhard einladen. Das Yoga-Camp findet dieses Jahr vom 28. Juni bis 2. Juli statt. Die Antwort ist ein Tag davor, aber beim Yoga-Camp ist es wie immer, ihr könnt beliebig kommen, wann ihr Zeit habt und wann ihr kommen möchtet, ihr könnt beliebig abfahren. Es gibt kein festes Kommen und Gehen. Es ist ein Kommen und Gehen ständig während des Yoga-Camps. Das Programm wird wieder von erfahrenen Yogalehrern geleitet, wie auch die Jahre davor. Wir haben in der Früh Meditationseinheiten. Wir haben klassisches Hatha-Yoga, alternatives, modernes Hatha-Yoga. Wie gesagt, von verschiedenen guten Yogalehrern geboten. Wir haben dieses Mal auch wieder das Sub-Yoga dabei. Das ist Yoga auf dem See, auf den Sub dort, weil wir ja dort eine sehr naturnahe Veranstaltung anbieten, wo man sich, wie gesagt, mit den Elementen sehr gut verbinden kann, mit der Luft, weil man ja draußen unter freiem Himmel Yoga praktiziert, mit dem Wasser, weil wir am Campingplatz, wo wir sind, einen See haben. Und es geht natürlich auch, sich miteinander zu verbinden, miteinander Yoga zu praktizieren, neue Bekanntschaften zu treffen, alte Bekanntschaften zu pflegen. Weil beim Yoga Camp hat sich das mittlerweile so eingespielt, weil wir uns schon seit sehr vielen Jahren dort treffen, dass die Menschen, die sich schon dort kennengelernt haben, einmal im Jahr treffen, sich austauschen und eine sehr schöne Zeit miteinander verbringen. Man braucht dafür keine Vorkenntnisse, man kann ein Anfänger sein oder direkt dort im Yoga-Camp einsteigen, das erste Mal Yoga probieren, auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen. Durch den Austausch kann man seine eigene Praktik vertiefen, man kann den Yoga-Lehrern Fragen stellen, wenn es irgendwo hakt bei der eigenen Praxis, und man kann in einer größeren Gruppe, wie man es vielleicht gewohnt ist, meistens sind da 20 bis 30 Leute dann auf der Wiese, die gemeinsam Yoga praktizieren. Also in so einem großen Umfeld unter freiem Himmel ist es eine sehr ausgezeichnete Sache, sehr wohltuend, sehr energieaufladend. Kommt also vorbei, bringt eure Freunde mit und lasst euch inspirieren von unserem Yoga-Programm und von unserem einzigartigen Projekt des Yoga-Camps in Meinhard. Dankeschön und ich hoffe, wir sehen uns dann im Sommer.